Hallo zusammen, Maya 3007 hier und herzlich willkommen zum 21. Adventskalender-Türchen. In diesem kurzen Vlog möchte ich euch erzählen, was ich mir an Weihnachten an Serien und Filmen so gerne anschaue. Eine Serie, die ich jedes Jahr zur Weihnachtszeit schaue, ist eine richtig schöne Kindheitserinnerung. Weihnachtsmann und Co. KG. Ich liebe, liebe, liebe diese Zeichentrickserie einfach. Der Weihnachtsmann, seine Elfen und der Tollpatsch Eisbär Balbo. Sind alle so süße Charaktere, aber auch der Widersacher vom Weihnachtsmann, der Grantelbart mit seinem Gugor. Die sind auch immer wieder für ein Lacher gut, die zwei. Das ist eine Reihe, die schaue ich eben, wie gesagt, seit ich klein bin. Jedes Jahr freue ich mich drauf, wenn die wieder kommt. Dann gucke ich auch jedes Jahr die Weihnachtsfolgen meiner Lieblings-Sitcoms. Zum Beispiel von Hör mal, wer da hämmert. Habe ich ja fast alle Staffeln hier auf DVD. Und da schaue ich auch jedes Jahr die Weihnachtsfolgen durch. Gibt es in fast jeder Staffel eine richtig schöne Weihnachtsfolge. Es ist immer wieder zum Schießen, wenn Tim beim Weihnachtslichter-Deko-Wettbewerb sich mit seinen Nachbarn duelliert um die schönste Weihnachtsbeleuchtung und es nahezu jedes Mal in irgendeiner Katastrophe ausartet. Es ist immer wieder schön. Oder meine zweite Lieblings-Sitcom, King of Queens. Da habe ich ja von Claudia was Cooles bekommen vor ein paar Jahren. Weihnachten mit dem King of Queens. Die 8 Weihnachtsfolgen aus der Serie auf eine DVD zusammenkopiert. Das ist eine richtig klasse Idee von den Machern. Da muss man nicht die ganzen Staffeln einzeln rauskramen, sondern hat hier alles schön beisammen. Die werde ich mir, denke ich, sogar heute Abend mal wieder reinlegen und dann richtig schönen King of Queens Abend machen. Da habe ich irgendwie gerade richtig Lust drauf. Und worauf ich dieses Jahr auch mal wieder Lust habe, Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York gucken. Habe ich jetzt schon einige Jahre nicht mehr gesehen, aber irgendwie, da habe ich jetzt dieses Jahr mal wieder Lust drauf. Kevin McAllister. Und was ich auch schauen möchte, Karl May. Die richtig schönen alten Karl May Filme. Die laufen ja auch rauf und runter an Weihnachten. Da möchte ich mir auf jeden Fall auch wieder ein paar anschauen. Was schaut ihr denn gerne zur Weihnachtszeit an Filmen? Könnt ihr mir ja mal in den Kommentaren posten. Bin gespannt. Hier haben wir noch die Figur aus dem Krippenkalender. Die habe ich heute schon mal rausgeholt. Hier, der heilige Josef. Kommt mit. Dann stellen wir gleich in die Krippe. Hier hat er jetzt seinen Platz gefunden. Beinahe ist die Szenerie jetzt komplett. Das Jesuskindlein fehlt noch. Ich glaube, das kriegen wir am 24. schätze ich zumindest mal. Aber was jetzt in den beiden anderen Türchen kommt, da bin ich sehr gespannt. Also wir sehen uns morgen zum 22. Türchen dann wieder. Maya 3007.